Pflanzenbeschreibung. Die Brennnessel ist in Mitteleuropa heimisch und kommt fast überall vor. Sie wächst meistens in Gruppen und oft auf bearbeitetem Boden, der möglichst nahrhaft ist. Daher ist sie häufig ein Kulturfolger und begleitet die Menschen in ihre Dörfer und Städte. Sie wird bis zu einem Meter hoch und ist an ihren gegenständig gesenkten Blättern zu erkennen, die mit kleinen Brennhaaren besetzt sind. Diese Brennhaare sind es, die die Brennwirkung der Brennnessel verursachen. Denn bei Berührung brechen sie ab und entleeren ihr Brennnesselgift, eine Mischung aus Histamin, Serotonin und Acetylcholin, auf die Haut. Kocht man die Brennnessel, verliert das Gift die Wirkung. Die Blüten der Brennnessel sind recht unscheinbar. Sie sind weiß bis gelblich und hängen in Rispen von den oberen Blattständen. Die Brennnessel. Brennnessel, Bakterienhemmer und Nährstoffbombe. Brennnesseln werden im Allgemeinen als lästiges Unkraut angesehen. Sie hinterlassen bei Kontakt juckende Pusteln auf der Haut und sind besonders lästig, wenn man mit kurzen Hosen durch die Natur streift. Dennoch ist die Brennnessel eine sehr nützliche Pflanze, die gerne in Küche, Naturheilkunde und Garten eingesetzt wird. Die Brennnessel enthält in ihren Blättern einen Wirkstoff, der Bakterien in ihrem Wachstum hemmt. Die Brennnessel ist seit dem Mittelalter als Heilpflanze bekannt. Früher gab man daher in frisch gemolkener Milch eine Handvoll Brennnesselblätter, um sie länger haltbar zu machen. Auch manch andere Lebensmittel wie Frischfleisch oder Fisch wurden früher in die Brennnesselblätter gewickelt und aufbewahrt, um die Haltbarkeit zu verlängern. Die Brennnessel ist eine hervorragende Stoffwechselpflanze. Vor allem als Frühjahrskur bewirkt sie Wunder, indem sie die Schlacken des Winters aus dem Körper spült. Man kann sie als Tee trinken, im Salat, in der Suppe oder wie Spinat essen. Und gut gewürzt und zusammen mit anderen Kräutern schmeckt das alles wunderbar und gibt frische Kräfte. Brennnesseltee ist ein beliebter Tee zur Entschlackung und Anregung des Stoffwechsels. Als Tinktur kann man die Brennnessel gegen Haarausfall in die Kopfhaut einmassieren. Getrocknet macht sie sich in Nieren- und Blasenteemischung sehr gut. Sie hilft auch gegen Rheumatismus und Gicht, da sie Giftstoffe aus dem Körper spült. Besonders mutige Rheumapatienten lassen sich mit der ganzen Pflanze schlagen, um die Reizwirkung des Brennnesselgiftes auszunutzen. Bei dieser Methode sollte man jedoch vorsichtig sein, weil es auch zu Überreaktionen auf das Brennnesselgift kommen kann. Die Brennnesselsamen geben Kraft und wirken gut bei Erschöpfungszuständen. Heilwirkung und Einsatzmöglichkeiten: blutreinigend, blutbildend, blutstillend, stoffwechselfördernd, Harn gegen Harnwegserkrankungen, Rheumatismus, Gicht, haarwuchsfördernd, Schuppen, Frühjahrsmüdigkeit, Appetitlosigkeit, Verstopfung oder Durchfall, Magenbeschwerden, Nierenschwäche. Sie unterstützt Diabetes, Bluthochdruck bei Menstruationsbeschwerden, bakterienhemmend und entzündungshemmend. Die Brennnessel ist auch reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, wie zum Beispiel Vitamin A, E und C, Kalium, Calcium, Eisen, Kupfer und Zink. Allerdings hat die Brennnessel auch einen kleinen Warnhinweis. Für Menschen, die Niereninsuffizienz haben, sollten vorsichtig sein, da die Brennnessel sehr harntreibend wirkt. In alten Sagen wird erzählt, dass die Brennnessel als Heilpflanze so begehrt war und so übermäßig gesammelt wurde, dass sie kurz vor dem Aussterben war. Daraufhin entwickelte die Brennnessel Brennhaare und tatsächlich, es hat ihr geholfen. Es gibt noch einiges mehr, was man über die Brennnessel erzählen könnte. Und vielleicht habe ich auch ein paar Dinge vergessen. Doch alles zu erzählen wäre ein viel zu langes Video.
Daher habe ich versucht, es so kurz und informativ wie möglich zu halten. Ich bedanke mich fürs Zusehen.